Harald Krasnitzer. Harald Krasnitzer. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Wein oder Wasser? Verdünntes Wasser, bitte. Ja, sehr gut. Gut, dann gib ihm mal ein bisschen einen Schuss Wein rein. Der ist billiger als. Wir haben hier so billigen Wein, der ist billiger als Wasser, wirklich. Ah, hervorragend. Kennt ihr euch? Wir haben schon was gemeinsam gemacht für Künstler helfen Künstler. Ah. Er ist schon mit mir auf dem Rennplatz. Waren wir beide. Sie sind beim Trabrennen. Genau. Er ist gefahren für Künstler helfen Künstlern. Er tut was für die Künstler. Ja. Ja. Also selber einer. Lieber Harald Krasnitzer, Tatortkommissar. Wie wird man eigentlich Tatortkommissar? Muss man sich da bewerben? Oder sind Sie Kraft Ihres Talentes dafür auserkoren worden? Ich glaube eher Kraft Glück. Also Talent, glaube ich, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Das war Zufall, Glück, richtiger Ort, richtige Zeit. Weil das ist ja schon so ein Juwel im deutschen Fernsehen. Tatortkommissar kann ja nicht jeder werden. Also Gideon Burkhardt kann nicht Tatortkommissar werden wahrscheinlich. Ja, der ist nicht. Tobias Moretti hätte es werden können, aber der war schon Kommissar Rex. Also ja. Dachte man sich... Ja, Kommissar Rex war der Hund, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Die sind ja dann im Verlauf der 7 Staffeln immer ähnlicher geworden. Ja, aber das ist ja oft so, oder? Das ist ja mutiert oft bei Hunden und Menschen. Ja, übrigens bei Kommissar Rex, da haben die ja 36 Schäferhunde, glaube ich, gehabt, die genau gleich aussahen. Ja? Also aber so nur 4 Darsteller, die ausgewechselt wurden. Sie haben wahnsinnig viele Rollen gespielt, hervorragend gespielt, aber es sind meistens Rollen, die so sehr sympathische Rollen sind. Also der Kommissar oder auch der Winzer-Dings. Und so ist es so in Ihrem Kopf als guter Schauspieler, will man dann auch irgendwann mal ein richtiges Schwein spielen? Es gibt schon immer wieder so Anreize, aber auf der anderen Seite ist es dann aber auch wieder so, dass ich mir denke, so a priori Schwein ist auch langweilig. Und aber dann immer nur festgelegt werden auf die sehr sympathischen Rollen? Es gab schon so Angebote, aber das war dann wieder so fad und so vordergründig böse, dass ich sagte, naja, wo ist jetzt der Unterschied und wo ist jetzt der Reiz? Das ist auch nicht wirklich lustig. So der Winzerkönig als Hurenmörder. Zum Beispiel, ja. Das wäre schon wieder spannend, weil das hätte eine Kontrapunktierung. Oder der Kommissar Stieler oder so irgendwas in dieser Form. Also da gibt es viele verschiedene Varianten, die dann schon wieder spannend werden. Mhm. Wie ist es eigentlich im Fernsehgeschäft? Das weiß ich ja auch, weil ich auch Fernsehschauspieler bin, nicht ganz so gut gebucht. Wo bist du denn Fernsehschauspieler, mein Lieber? Erst einmal von Gideon Burkhardt zusammengeschlagen worden in einer kurzen Szene. Ja. Sehr peinlich. Ja, peinlich. Und einmal hat er einen Polizisten gespielt, der dann von... Wer hat dich dann nochmal... Aber ich habe das Demoband gesehen. Das ist gut. Was gesehen? Diese zwei Szenen habe ich gesehen. Ja, wirklich. Ich wollte mich einschleimen. Vielleicht ist es möglich, dass ich in einer Tatort-Produktion eine transsexuelle Wasserleiche spiele. Das ist ein alter Traum. Grissemanns alter Traum, einmal eine transsexuelle Wasserleiche beim Tatort spielen. Die vom Winzerkönig erwürgt wird oder so, ne? Ja, im Weinfass. Ja, genau. Das, wenn man, bei Soko Donau spiele ich jetzt tatsächlich eine Wasserleiche. Ja, aber Soko Donau ist ja mehr oder weniger die behinderte kleine Schwester vom Tatort. Oder? Ja. Na, kann man ja mal so auch formulieren, ohne bösartig sein zu wollen. Aber was ich fragen wollte unter Kollegen jetzt, wir wissen ja alle, drehen, Film oder Fernsehen heißt in Wahrheit warten, bis man drankommt. Wie vertreiben Sie sich die Zeit, bis Ihre Szene dran ist? Telefonieren. Nein. Wie machst du das denn, du berühmter Fernsehschauspieler, diese stundenlangen Wartepausen zu überbrücken? Zwischen dem Abschminken, als Wasserleiche und dem Abtrocknen. Ich muss nicht warten, weil ich ja immer nur eine Szene habe. Ne? Ich kann ja immer gehen. Ja, verstehe. Tatort, wie lange kann man das machen? Das kann man lang machen, oder? Für mich ist das ja so wirklich so eine Spielwiese, weil man wirklich viel ausprobieren kann. Wir haben ja im Verlauf dieser, glaube ich, mittlerweile 11, 12 Jahre, so in dem Zeitraum haben wir ja viel ausprobiert. Wir sind ja alle möglichen Varianten durchgegangen und für mich ist es jedes Jahr so eine Art Spielwiese. Du kannst immer irgendwie was Neues und neue Konstellationen und wieder einen neuen Fall oder irgendwie wieder in was Neues reinrichten und insofern ist dem keine Grenze gesetzt. Sie sind mit einer sehr, sehr gut aussehenden, sehr, sehr talentierten Schauspielerin aus Deutschland verheiratet, glaube ich. Haben Sie die auch am Set irgendwo kennengelernt? Höre ich da Neid raus? Ja. Okay. Da wirst du aber als Wasserleiche auch keine schöne Frau kennenlernen. Nein, das ist Ann-Kathrin Kramer. Richtig, ja. Die haben Sie am Set kennengelernt? Wir haben uns am Set kennengelernt. Welche Produktion war das? Das war eine ganz witzige Produktion und zwar war das eine für Sat.1. Die hat ursprünglich geheißen, du sollst nicht lügen.
Nein, du sollst nicht töten, so hieß es. Und wurde dann von Sat.1 umbenannt in Hurenmord, wenn Priester schweigen. Jetzt auf Sat.1. Ja, ja, der Sat.1 Film der Woche. Genau, ja, ja. So war das. Auch kein sehr romantischer Titel für die Nicht wirklich, war aber ein sehr romantischer Film. Aber ist das, aber färbt das nicht ab auf die Beziehung, wenn man immer wieder gefragt wird, wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, bei der Hurenmord und... Färbt das nicht ab? Wenn Priester schweigen, nein, das hat sehr belebt, muss ich sagen. Lieber Harald Krasnitzer, du, ich bleibe jetzt beim Du. Ja. Du bist... unter Schauspielkollegen. Ja, unter Schauspielkollegen, ja, ist üblich. Ihr könnt euch siezen. Ich muss siezen. Du bist nicht ohne Anliegen gekommen zu uns. Ja. Du hast einen Sack mitgebracht und es hat nichts mit Nicolo-Geschenken zu tun. Nein, es gibt ein Anliegen. Es gibt demnächst sozusagen eine Stiftungsratssitzung, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil es da letztendlich um die Zukunft von uns allen, von uns Kollegen und im weitesten Sinne... uns deutschen Freunden. Ja. Deutschen sozusagen, ja. Migranten, die hier in diesem Land ja besonders gern aufgenommen werden. Und diese Stiftungsratssitzung entscheidet meiner Meinung nach über eine ganz wesentliche Zukunft dieses Senders, respektive über das, ob wir nächstes Jahr hier noch sitzen oder nicht sitzen oder ob wir überhaupt in diesem Sender noch was produzieren. Und ich bin der Meinung, das gehört kräftig diskutiert und das gehört kräftig unterstützt, dass es stattfindet und dass der ORF Geld ausgibt für Produktionen und zwar für österreich-identische Produktionen und somit für die Produktionslandschaft etwas tut, weil er, finde ich, ein ganz wesentliches Leitmedium dieses Landes ist und damit sozusagen das Zentrum für die Filmwirtschaft im weitesten Sinne auch für Kino und in alle Bereiche hineinspielt. Und das ist etwas, was mir seit Jahren schon irgendwie so ein bisschen im Magen liegt, weil wir Filmschaffende sozusagen dort immer anstehen und quasi als Bittsteller behandelt werden und quasi als die Schnorrer dieser Nation behandelt werden. Ob das jetzt zum Teil beim ORF lange Zeit war, jetzt hat sich das Klima ein bisschen verbessert, muss man sagen, oder ob das auch bei den Kulturministerien oder Staatssekretären, wie sie immer waren, ja, war, es war immer so das Bittstellertum. Ja. Und ich finde, dass das erstens einer Kulturnation überhaupt nicht ansteht, ja, dass man Künstler als Bittsteller behandelt. Auch in diesem Fall finde ich das unerträglich, ja, dass man... Wir haben gesagt so vorhin, wir wollen gemeinsam ein... Wir werden da was machen. Ja. Was machen. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass ich glaube, dass die Situation ein bisschen verkannt wird. Ich glaube, dass die Filmwirtschaft eher sozusagen die Voraussetzung ist dafür, dass es diesen Sender noch gibt. Weil er ist die Legitimation dieses Senders dahingehend, dass wir diejenigen sind, die das Programm dieses Senders machen. Ja, aber was ist jetzt im Sack? So, und jetzt pass auf, in dem Sack haben wir... Ja, lass Zeit. Nein, es gibt ein paar Punkte, die einfach aufgeklärt gehören. Ja. Zum Beispiel die Gebühren. Ja. ORF-Gebühren. ORF-Gebühren ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil ja immer behauptet wird, der ORF hat zu hohe Gebühren. Fakt ist aber, von den 20 Euro, die jeder normale Mensch zahlt da draußen für diesen Sender, ja, und alles Mögliche dafür schauen darf, kommen ja de facto nur 2/3 dieses Geldes hier an. 1/3 dieses Geldes wandert direktissima zum Finanzminister respektive in die jeweiligen Länder. Jetzt habe ich mir gedacht, wäre es doch mal lustig, einfach mal zu zeigen, was passiert, wenn man nur 2/3 einer Sendung zeigt. Ja? Und nur 2/3 einer Sendung sieht und habe mir Augenklappen mitgenommen, die ich auch gerne hier im Publikum verteile, dass ihr diesen Live-Effekt auch mal erfüllt. Bitte die jetzt anzulegen und nur mal mit einem Auge zu gucken, weil das andere ist ja sozusagen nicht bezahlt, beziehungsweise geht zum Finanzminister. Ja, ich meine, da es um genau 1/3 geht, würde ich vorschlagen, dass Sie eins von den 3 Augen zukleben. Ja, ich würde sagen, es ist welches auch immer. Das dritte ist für die praktizierenden Buddhisten, die sich dann das Kopfchakra zubinden. Aber was wird mit diesem Geld unter anderem finanziert? Was für wichtige Dinge? Oh, ich weiß das alles, ich habe mich informiert vorher. Ich kann es kurz vielleicht sagen, während Herr Krasnitzer verteilt. Es gibt 688 Millionen Euro Rundfunkgebühren. Davon gingen 32% nicht an den ORF, sondern an den Bund für Kulturförderung und die Länder für kulturelle und sportliche Aktivitäten, für die Kriegsopfer und die Altstadterhaltung in Wien oder die Sängerrunden in Kärnten. Und die Sängerrunden in Kärnten sind natürlich auch mir ein Anliegen, uns allen wahrscheinlich. Ich setze mir jetzt die Augenbinde auf. Wir haben uns jetzt alle bereits die Augenklappen angezogen. So ähnlich ist es in Wahrheit, dass Sie Ihre Gebühren ausgeben, aber nur ein Teil davon an den ORF geht, der deswegen dann für Sie neue Produkte machen kann. Der Rest geht an die Länder und an den Bund. Richtig? Habe ich das richtig formuliert? Das ist richtig. Die Masse der Einäugigen könnten den Publikumsrat anschreiben. Sie können Mails an den Stiftungsrat schreiben, ihn zu bitten, dass er
in dieser Causa sozusagen für das Unternehmen wirtschaftlich entscheidet und sich nicht vom politischen sozusagen Background leiten lässt, sondern für die Ökonomie dieses Unternehmens sich entscheidet, damit eben genau das nicht passiert und dass wir in Zukunft nicht nur Willkommen in Österreich, sondern auch viele andere Sendungen in diesem Land haben. Vielen Dank. Was für ein Schlusswort, ein programmatisches Schlusswort. Ich möchte mich bedanken bei Lotte Tobisch, die heute unser freundlicher Gast war, und bei Harald Krasnitzer. Vielen Dank fürs Zusehen.